und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video möchte ich mit euch gemeinsam die neue Goodiebox öffnen. Es ist gestern bei mir angekommen, leider wurde es irgendwie nicht an mich, sondern an eine Postfiliale geschickt, so dass ich einen Tag damit warten musste, damit ich das abholen kann. So sieht es aus. Also oben ist wie immer so dunkelgrau. Und hier vorne ist es mit rosa, so cremefarben und ein bisschen so Korall. Ja, die Goodiebox kostet immer 20 Euro. Aber ich habe einen Code für euch. Ich werde das in die Infobox reinschreiben. Mit meinem Code könnt ihr mit 50% Rabatt, also nur für 10 Euro, eure erste Box bestellen. Und danach könnt ihr ganz normal pausieren oder kündigen, wie ihr möchtet, wenn ihr nur die eine Box erstmal ausprobieren wollt. Ich habe das jetzt kostenlos bekommen, weil ich Punkte gesammelt habe und ich hatte so viele Punkte, dass es jetzt kostenlos war. So, schauen wir rein. Es ist immer so mit einer Schublade bei Glossybox, kann man rausnehmen und man kann diese Box auch wieder verwenden. Es ist hier ein bisschen eingedrückt, aber das ist nicht so schlimm, sieht man nicht so wirklich. Ja, und wir machen auf. Dann haben wir ein kleines Heftchen, Me, Myself and I. Und da sind die Produkte drin. Ich gucke jetzt erstmal nicht rein. So, wir haben hier auch ein Seidenpapier, also ich zeige es euch, so ein pfirsichfarbiges Seidenpapier mit so einem rosafarbigen Sticker. Es riecht sehr gut. So. Auf den ersten Blick sehe ich, dass wir nicht so viele Sachen haben, beziehungsweise dass die Box nicht wirklich voll ist, wie immer. Aber schauen wir, was drin ist. Ich werde die Preise wieder alle googeln und hier in der Mitte mit einblenden und am Ende auch den Gesamtwert ausrechnen. Als erstes haben wir hier von Dr. Botanicals Moroccan Rose Nourishing Hand Cream. Also das ist ein Handcreme mit Rose. Ja, machen wir vielleicht die Box auch auf, wie die ganze Creme aussieht. Also das ist vegan, vegan friendly und richtig groß, das ist 50 Milliliter. Und ja, also praktisch finde ich das nicht. Handcreme nimmt man ganz, also ganz viele Leute nehmen das mit in die Handtasche. Und ich finde, das ist ein bisschen zu groß dafür. Aber ja, okay, Handcreme kann man immer gebrauchen. Als nächstes haben wir hier von Glove Reusable Make-up Remover Pads. Das ist sehr gut. Ich habe mir schon länger überlegt, solche wiederverwendbare so Make-up-Pads zu kaufen, zu besorgen, damit man nicht so viel wegschmeißen muss. Irgendwie riecht es sehr, sehr komisch. Ich weiß nicht, ob die Pads komisch riechen oder nur die Verpackung. Also da sind zwei wiederverwendbare Make-up-Pads drin. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr cool. Als nächstes haben wir hier von Naobei Natural and Organic Origin Recovery Mask mit Rice and Tiger Nuts Organic Oils. Ja, also das ist eine Maske. Wieder auflebend, regenerierend, genau diese Wort habe ich gesucht. Und ja, für normale und empfindliche Haut enthält beruhigendes und erfrischendes Orangenblütenwasser und eine Kombination aus Reis, Erdmandel und Aprikosenölen. Ja, feuchtigkeitsspendend, Vitamin E. Man soll auf die trockene Haut auftragen und mindestens 7 Minuten einwirken lassen, gründlich mit viel Wasser abspülen. Das werde ich unbedingt ausprobieren. Ich habe ja trockene und sensible, empfindliche Haut. Ja, und das sind 75 Milliliter. Also das ist auch eine echt große Produkt. So, als nächstes haben wir hier von The Cure Stockholm was drin. Ich meine, das war in dem November Glossy Box drin oder sogar in der Goodie Box. Also da ist ein Serum drin, also wirklich ein einziger Stück. Ja, ich weiß, dass es teuer ist. Diese eine Stück ist irgendwie um die 20 Euro. Ich kann mich erinnern, ich habe das weiterverkauft, ich glaube, das war in der Glossy Box im November. Und ich habe das weiterverkauft, weil ich solche Serums eigentlich nicht benutze. Und
Ja. Keine Ahnung, ob ich das jetzt probieren werde oder verkaufe ich das wieder weiter oder schenke weiter. Steht das vielleicht auf Deutsch drauf? Anleitung: Morgens und abends nach der Reinigung das leichte Serum sanft auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Danach Feuchtigkeitspflege verwenden. Vorsicht, stellen Sie die Anwendung ein, wenn Hautrötungen oder Irritationen auftreten. Danke. wahrscheinlich werde ich das nicht benutzen. Ich habe keinen Bedarf sozusagen. So, und als nächstes haben wir hier eine kleine Parfümprobe. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Auch wenn es ein bisschen größer ist. Das sind 5 Milliliter. Ich werde das gleich mal probieren. Zarco Perfume, Purple Molecule. Ja, das ist bestimmt ein teures Parfum. Ich kenne das gar nicht. Probieren wir mal. Okay, also einerseits, es ist gar nicht nass geworden. Ich habe gesprüht und da wollte ich so machen und es war nichts da. Aber es war auf meine Haut, also es ist auch, also ich habe es auf meine Haut gesprüht. Okay, das ist komisch. Ganz kurz zum Duft. Es riecht nach Moskitospray. Also für mich. Also mich erinnert an die Sommer abends als Kind, wo wir immer mit Moskitospray eingespült wurden am Strand. Nö, nee, 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 gefällt mir gar nicht. So, das war die Goodiebox. Also ich werde jetzt hier in der Mitte den Gesamtwert einblenden. Also ehrlich gesagt bin ich nicht so wirklich, ja, hin und zurück. Ja, das war meine dritte Goodiebox. Die haben, also in Deutschland gibt es die jetzt ja erst seit November. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Also kann sein, dass es teure Marken sind. Ich habe keine Ahnung. Aber trotzdem finde ich dieses Mal, das waren eigentlich nur so drei, vier Produkte. Und dann ein Parfümprobe, was schrecklich riecht, finde ich. Naja, egal. Also ich zeige euch nochmal die Box. So sieht es aus. Und ja, also 20 Euro würde ich dafür jetzt nicht ausgeben. Aber kostenlos, wie ich das jetzt gekriegt habe, ist das natürlich in Ordnung. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Like und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich wünsche euch alles Gute. Tschüss!